Hallo und willkommen zu unserem Video. Ihr kommt mal wieder mit auf einige spannende Tage. Unter anderem geht es diesmal zu Nikos neuen Skischuhen und auch zu seinen ersten Skitagen für heuer. Ja. Und ihr werdet mal sehen, was da so technikmäßig der Unterschied ist zwischen uns und ob es überhaupt noch so viel Unterschied gibt. Ich bin selber sehr gespannt. Das werden wir jetzt gleich ein bisschen zusammenschneiden. Bye, bye. Kommt am besten mit kurzer Hose und T-Shirt. Das ist ein Naturspektakel. Forderung und so ein bisschen eine Challenge für mich. Natürlich wird auch bei mir nicht nur Sport gemacht. Und so wollte ich euch auch mal einen Schwenk über den mittelalterlichen Christkindlmarkt in München zeigen. Und der ist schon besonders schön. Ich bin noch beim Essen, wie immer. Aber es ist zu wörtlich, gerade eben ist einfach so ein Henker vorbeispaziert. Ihr seht wahrscheinlich eh gerade im Video. Das ist der Hammer. Gefällt's dir? Sehr gut. Wir kehren das erste Mal hier übrigens. Aber on top, also. Hier in der Mitte vom Bild seht ihr den jetzt auch mal richtig. Und es war natürlich kein Henker, sondern der Nachtwächter. Um 21 Uhr schließt der Christkindlmarkt schon. Dafür ging es am nächsten Tag in der Mittagspause von der Arbeit ab zum Eisbaden. Und es ist ja im Moment noch wunderschönes Winter Wonderland mit Schnee bis ins Tal runter. Auch wenn es jetzt zu Weihnachten dann leider wieder nicht halten soll, sondern nochmal eine Wärmefront reinzieht, muss es jetzt ausgenutzt werden. Und es war so kalt, dass sogar dieser Einstieg, da gehen anscheinend auch andere Leute zum Eisbaden, das wusste ich schon, der ist meistens aufgepickt, aber diesmal war er zugefroren und dementsprechend musste ich diese Eisschicht erstmal auftreten. Das war gar nicht so ohne, damit die Schuhe nicht so nass wären, aber barfuß hätte ich mich nicht getraut, nicht, dass man sich dann doch irgendwie schneidet. Und dann ging es auch tatsächlich ab ins kalte Nass. Jetzt stellen wir mal unser ganzes Kraffel da ab und dann würde ich sagen, ab ins Wasser. Oh, geil. Es wird auf jeden Fall schon. Und es hat echt so eine richtige Eisschicht diesmal. Die Füßchen werden schon richtig kalt. Das Bitzel, das passt auch. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die Haare wegkriegen, weil die brauchen nicht nass werden. Oh. Mega. Oh yeah. Oh. Es ist so gut. Es ist echt, echt, echt geil. Geschafft. Also, halb so wild alles, würde ich jetzt mal behaupten. Läuft. Ja, jetzt ist es eh voll warm. Also macht echt Fun. Ich hätte es auch noch länger ausgehalten, muss ich gestehen. Jetzt habe ich mir gerade mein eigenes Video angeschaut. Ist ja genial, wie ich mir die Haare hochgebunden habe. Hey, oh Gott. Aber nichtsdestotrotz, darum geht es ja nicht. Also es ist wirklich richtig genial, das einfach zu machen. Das ist jetzt meine Mittagspause von der Arbeit. Und klar, ich meine, hallo, ich habe hier Mittagspause. Also es könnte definitiv schlechter sein. Ist richtig gut. Jetzt gibt es dann noch schnell Mikrowellengericht und dann geht es wieder weiter an die Arbeit. Ich habe mich schlechter dargestellt, als es dann ist. Es gibt ja kein Tiefkühlessen. Ich habe mir Obstsalat gemacht und die Arbeit ruft dann auch wieder. Ich bin jetzt übrigens gerade mal wieder im Wohnmobil und ich hatte die Weihnachtsbeleuchtung natürlich an. Ist schon ganz kuschelig von der Beleuchtung her, aber in echt ist es immer noch ganz schön kalt. Ich bin aber auch gerade erst reingekommen. Auf die Frage, wie kalt es ist. Also das hier ist komplett gefroren. Ich weiß nicht, ob man das so... Schaut mal. Also das ist wirklich einfach nur nicht irgendwie Wasser mit Eis drin, sondern das ist Eis. Aber ich denke, das wird jetzt demnächst auftauen. Also die Heizung läuft, die funktioniert super gut. Gas habe ich auch erstmal nachgekauft. Das sollte auch halten, also genug da sein. Draußen ist Schnee, was ich natürlich auch mega schön finde. So sieht es jetzt auf jeden Fall aus bei mir. Und hier ist mir auch noch ein bisschen kuscheliger gemacht. Also eigentlich wirklich absolut perfekt. Als erstes muss ich mal noch die Insta360-Videos fertig runterziehen. Und dafür muss ich das natürlich alles nachfahren. Und das Nachfahren sieht dann so oder so ähnlich aus. Da bewegt man sich wie mit so einer Virtual Reality Brille. Für uns kommt aber ein weiterer Meilenstein auf uns zu. Da geht er dahin. Bye, bye, Juniho. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Der alte Bus ist verkauft und wird abgeholt. Und ja, damit geht ein kurzes, aber spannendes Kapitel schon wieder zu Ende. Wir sind schon wieder hier, weil diesmal will Nico auch noch einen passenden Skischuh, weil ich so viel geschwärmt habe. Und ratet mal, welchen Skischuh er sich jetzt schnappt. Den es in meiner Größe nicht gegeben hat. Mein absolutes Traummodell. Also mich? Du bist doch kein Skischuh. Den hier. Der ist nämlich 130er Flex und ich habe
120. Die werden jetzt auch noch ein bisschen angepasst. Zieht er dafür eben diese Überzieher an, damit die Zehen ein bisschen mehr Platz kriegen. Und dann wird der aufgewärmte Innenschuh angezogen. So, Striptease. Da wird ihm schon warm vor lauter engen Schuhen. Skischuh kaufen muss ja nicht angenehm sein. Nachher müssen sie passen. Kommt am besten mit kurzer Hose und T-Shirt. So, jetzt kommt der warme Innenschuh in die Schale. Jetzt sind die 10 Minuten langsam um und die Füße nicht. Sehr zu empfehlen, wer leiden will. Karfreitag. Mit dem neuen Skischuh war die Motivation natürlich riesig und so ging es auch direkt ab auf die Piste. Das sind diesmal die ersten Sprünge von Nico für diese Saison. Wir sind jetzt beim Skifahren. Nico ist den ersten Tag mit den neuen Skischuhen, ich den zweiten. Und am Anfang ist natürlich teilweise noch ein bisschen ungewohnt, das gehört aber auch so. Was tut weh? Nix. Alles gut. Schienbein hat er gerade gesagt. Schienbein? Welches? Ah. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich, weil am Anfang der Saison ist es halt einfach nicht gewohnt, das Schienbein, dass es so viel Druck geben muss. Und man weiß aber, dass man richtig am Ski steht, wenn das Schienbein wehtut. Schlecht ist es, wenn die Wadel wehtun. Und das ist wie beim Radfahren. Peter tretet nämlich mit den Schienbeinen und deswegen tut ihr nie was weh beim Skifahren wiederum. Gar nicht wahr. Ich spür die schon auch. Ansonsten ist jetzt typisches Tauwetter. Naja, schade. Aber es geht geil zum Skifahren, weil das ist so ein bisschen firnig obendrauf. Regenfirn quasi. Regenfirn? Ja, das ist schön zu fahren. Das ist die Graupelschicht auf dem Schnee. Die Sulzschicht, das Feine, der Grip. Für Leute mit so wenig Belastung am Außenski. Schaut mal das Naturspektakel an, wie es da hinten jetzt aufreißt. Das Wetter war diesmal nicht ganz so gut, dementsprechend waren wir aber fast alleine auf der Piste. Und das konnte Nico leider nicht abhalten, den Vollhorst rauszuholen. Zum Glück aber nur kurz. Wie ist es denn eigentlich? Jetzt erklär mal, wieso sind das die ersten richtigen Skischuhe für dich? Boah, weil ich bin jetzt, glaube ich, über 15 Jahre Snowboard gefahren, habe aber Skifahren gelernt und bin selber so ein bisschen überrascht, dass ich es nicht verlernt habe, das Skifahren. Und es ist so ein bisschen neue Herausforderung und so ein bisschen eine Challenge für mich. Aber es macht mega Laune. Ja, und ich freue mich dann heuer schon aufs Variantenfahren, weil da ist mit den Skien natürlich teilweise schon sehr praktisch, wenn man dann richtig schnell rausschupfen kann und nicht immer abschnallen muss. Ja, bleibt auf jeden Fall mal dran und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich noch richtig machen soll. Also Madame gibt mir schon sehr gut die Peitsche. Ja, am Schluss war es dann echt gut, aber da haben wir nicht mehr gefühlt. Wieder einen Tag später kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Da war es heute schon in Strömen geschifft. Haben wir Glück gehabt, dass es so gut geworden ist. Aber ein bisschen windig ist es nach wie vor. Und dementsprechend aber nichts los, also besser könnte es eigentlich nicht sein. Und wenn man Richtung Berge schaut, dann ist es voll düster. Nicht, dass ihr denkt, wir können nur bei schönem Wetter Skifahren. Es pieselt ganz schön. Es schifft aus allen Wolken. Aber es hat guten Schnee. Ja, genau. Das war's erstmal wieder von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen, ihr hattet tolle Weihnachtstage. Schreibt gerne mal, was ihr so gemacht habt. Ist auch spannend für die nächsten Jahre für uns. Ideen sind immer willkommen. Ich mache mich jetzt erstmal noch auf Ganssuche. Finden wir noch einmal, meinst du? Ja, klar.
Zur Not habe ich mal Schrotflinten dabei, sagt man in Bayern. Ich habe schon gesagt, mit der Spielzeugpistole gehe ich dann zum Baggersee. Oh oh. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.